Alter, 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 ich hoffe, dass er seine Mutter bald so ein bisschen unterstützt, weil so hart wie sie anscheinend anschafft, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht! You crazy mother! Oh, Trophyspeck. Trophyspeck, das ist was Leckeres. Oh. Speck ist immer gut. Alles, was mit Speck ist, ist gut. Frauen mit Speck, super gut. Null gemacht. Easy Double Kill, Bitch. Triple Kill, mal vorge. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren, hoffentlich sehr schnellen Runde CSGO. Ich muss ganz, ganz arg dringend an meinem verschissenen Film weitermachen, aber ich habe jetzt einfach keine Nerven mehr dafür. Scheinbar muss ich B gehen, okay. Vor allem will ich halt einfach gewährleisten, dass die Videos hier durchgehen kommen. Wir sind gerade so fett am Grown. Verstehst du? Kommt noch mit einer. Ich komme leider überhaupt nicht gut voran. Ich bin halt einfach so jemand, der wirklich also gerade so kurz vor knapp, kurz vor Schluss. Ich muss schon am Rand des Versagens stehen. Und da mache ich vielleicht ein bisschen was. Ich hasse mich dafür, aber so ist es halt. Ich krieg davon so ultramäßigen innerlichen Stress. Aber was soll man machen? Was soll man machen? So ist es halt im Leben, verstehe ich? Kann ich schon erinnern. Kann ich schon erinnern. Es geht nicht. Da dachte ich mir, ich nutze die Zeit wenigstens sinnvoll und mache hier was für euch, anstatt dass ich da gar nichts mache oder rumpimmel oder mich die ganze Zeit nur unter Druck setze, aber nicht wirklich was mache. Ach komm, ich war schon 80 Mal um die Ecke gegangen. Ich war sogar schon auf A gestanden. Da hittet er mich durch die Wand. Was ist mit dem Tick los, da? Oh, nice, dude. Hat er sich eben easy das Ace geholt, oder was? Solange ich hoch um meinen Teppich kam, ist alles in Ordnung. Ich will einfach nur in Ruhe da oben ein paar Leute wegpimmeln. Scheiße, Blue ist AFK. Egal, wir haben den ersten Kill gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich habe eben überlegt, was ich aufnehmen soll. Überlegt und überlegt, weil eigentlich ist das hier totaler Quatsch. Es dauert ja ewig. Die Bearbeitung und alles und auch die Aufnahme an sich. Eigentlich ist es echt richtig schlecht, aber... One Flash in Apartments. Fuck, Mann, wie scheiße. Guck mal, jetzt ist der AFK, Mann. Ich will ihn übernehmen. Normalerweise hätte Guschli jetzt was machen sollen, vor allem damit ich mich weiter auf meine Dinge konzentrieren kann. Aber, erstens kommt alles so anders, als du denkst. Und zweitens, deine Mutter. Ne? Und von daher ist es jetzt halt so, wie es jetzt ist. Mein Gilfrin kommt auch bald. Die bringt mich um, wenn sie sieht, wie weit ich noch nicht bin. Oh, scheiße, Alter. Oh, und er zoomt hier doppelt rein. Wie gewagt. Wie gewagt. Die hätte er mit einem Zoom sowas von easy geholt. Also einen von beiden. Guck mal, der hat meine Brandgranate und meine M4. Sag mal, hat er auch meine Klamotte oder was ist da los? Wenn ich Gloves hab, trägt er auch meine Gloves, Alter. Ich raste aus, ne? Ich raste gerade. Was soll sein verschissenes Mundwerk halten, Alter, Chromo-Boy? Die ganze Zeit left, right. Das sind die Hundesöhne, die man eigentlich nicht im Spiel haben will. Aber naja, kann man halt nicht viel machen, ne? Kann man halt nicht viel machen, außer was hier sprühe, du. Ah, das dauert ja immer kurz, gell? Nee, nee. So, aha. Hier werde ich nämlich gleich sterben. Als wenn die jetzt nicht A gehen würden. Die haben zwei Leute auf Mitte geholt. Scheiße, ne? Das war jetzt aber eine bittere Pille. Was macht mein verficktes Team? Nichts, Alter. Ich muss alles alleine machen, ne? Vor allem du, Homo-Boy. Vor allem du. Ja, ja. Du musst jetzt gerade mal merken, was du für ein Bock bist, verstehst? Da macht er das easy klatschte Killer, verstehst du? Aber immerhin bin ich nicht hier gestorben, ne? Schon mal gut, schon mal gut. Steps. Mit One. Sage mal, wie er immer davon hüpft, wie so ein kleiner Knallfrosch. Da hüpft er mir einfach aus meinem Visier heraus. Ah, das ist vielleicht ein Fockel. Ich glaube, ich spiele so ein bisschen Orb. Ich spüre es einfach gerade mit der Orb. Fuck. Dann machen sie einfach einen A-Rush. Gerade wenn ich die AWP habe, was soll denn das? Was? Als wenn das gerochen hätte, verstehst du? Mit P90 hätten die noch nicht mal einen Atemzug auf A machen können, wenn ich die gehabt hätte. Die P90. Aber AWP? Oh, okay. Aber was macht er denn jetzt? Safe jetzt die Waffe oder was? Gut, ich habe einfach mal für alle gelegt. Ich bin halt einfach wirklich ein Freigeist, ne? Das muss auch mal sein. Man muss auch mal seinen Geist freilassen, verstehst du? Sind wir jetzt zu viert auf A? Nee, oder, Leute? Was macht denn der Kollege jetzt hier? Muss er das jetzt unbedingt hier machen? Scheinbar ist einer in den Appartements drin. Kollegen bekommen eh gerade hinten auf die Fresse. Wie kam er denn jetzt am Gelben vorbei? Da geht doch jetzt nicht auf meinen... Da geht doch mein Spot! Der ist doch Wahnsinn! Bombe ist da in der Mitte. Ey, fick dich doch! Da kommt der kleine Bitch einfach nicht schnell hoch, sondern schleicht dann. Oh. Oh, Mask, sie kommen.
Vollidiot, Alter. Der hätte ruhig noch versuchen können zu reißen, ne? Der holt sich die AWP und rennt sofort weg. Was war noch ultra viel Zeit? Und er läuft. Come on, chop, chop. Ich habe auch komplett vergessen, dass ich am Sonntag unterwegs bin. Wir sind da im neuen Star Wars Film und sind danach noch eine Runde auf dem Weihnachtsmarkt. Und das heißt, ich muss jetzt wirklich alles so hinkriegen, dass es sogar schon Sonntagmittags fertig ist und nicht erst Sonntag um 0 Uhr ohne Apartments. Immerhin können wir jetzt voll einkaufen, das ist schon mal was. Aber ich rieche ja trotzdem den Loose. Jetzt schon. Ich weiß, man soll die Flinte nicht früh ins Korn werfen. Aber das geht noch, was laber ich. Wir bekommen noch easy einen Win hin, Alter. Locker! Und wie läuft's bei euch? Habt ihr mittlerweile alle Geschenke ergattern können? Bei mir ist auch noch nicht alles da. Aber es ist immerhin bestellt. Das, was ich bestellen konnte oder wollte. Da habe ich einfach den Black Screen des Jahrtausends. Mann, was soll denn der Scheiß jetzt? Das Spiel will mich richtig durchficken gerade, ne? Und dann passiert sowas. Napkin steht da und fickt mich. So, jetzt auch mal so ein bisschen mit Contenance. Mir ist eben aufgefallen, das erste Mal, ich habe doch vorhin über dieses neue Model gesprochen, also im Livestream, gestern im Livestream. Man kann ja gar keine Models mehr wählen. Man hat jeder das gleiche Model? Gerade voll die krassen Überlegungen im Kopf. Moment mal, wählt man am Anfang Models aus hier, so wie früher? Nee, oder? Gibt's nur ein Model? Ich weiß gerade nicht, was los ist. Das fällt mir jetzt erst auf, dass man ja hier nie Models auswählt am Anfang. Bei Source hat man ja immer Models gewählt, welches man haben möchte. Das gibt's hier ja gar nicht mehr. Moment mal. All die Jahre sagt mir niemand was. This town is so fucking sis. I want it. Oh shit, it's dead. Oder packen wir's. Er kommt durchgerusht, Mann. Dieser Napkin macht mich echt fertig, ne? Ich bin voll gespuckt. Es ist so ein übler Zeitgenosse. Zwei Spiele hintereinander ist er der campendste Ficker der Welt. Und dann rusht er. Aber so, direkt hinterher. Was soll denn das? Und das ist der größte Hurensohn hier im Spiel, ne? Ohne Witz, ich habe vorhin ultra viel Cash gehabt, hab das allen gelegt hier in der Pistol Round. Und was macht er? Nichts. Alter. Ich hoffe, dass er seine Mutter bald so ein bisschen unterstützt, weil so hart wie sie anscheinend anschafft, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Käse oder wie er heißt. Das geht nicht, Käse. Oh, ich glaube, er ist tot. Jawohl, Käse ist tot. Hast du mir gerade meine Orb geklaut, du Fickfrosch? Mal haben wir's. Scheiße! He's coming a short. Scheiße. Wo ist der? Aber ich habe ihm so ein bisschen gegeben auch, oder? Ich würde sagen, ich kann ja mit Stolz behaupten, dass dieses Spiel tatsächlich hauptsächlich aufgrund der Mates verloren gegangen ist. Weil die so richtig Cancer sind. Also sie haben noch nicht auf irgendwie viel beleidigt oder sowas. Das sind einfach Böcke. Einfach dumme Böcke. Vor allem der Käsekopter oder wie heißt es? Neba oder so. Aber dieses Spiel passt eigentlich perfekt zu meiner Laune, denn es spiegelt sie optimal wieder. Gut, der Mate hat gut gelegt. Ich kann es von hier aus sehr schön sehen. Das passt da gerade mal. What? Was steht eigentlich auf der Speisekarte? Antipasti und Primi Piatti. Oh, Trophyspeck, das ist was Leckeres. Oh. Speck ist immer gut. Alles, was mit Speck ist, ist gut. Frauen mit Speck, Alter, super gut. Das ist wie Speck und Speck, nur halt weiblich. Da, Snatch, fucking Ho. Banana One. Gutes, wunderschönes Teamwork, Dude. Dass ich den von Banane bekommen habe, war so ein bisschen lucky. Ich wollte vor allem unbedingt weg. Man hat es gemerkt, ich wollte unbedingt in ein Versteck huschen wie so eine kleine Ratte. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Rattenkiller hat es nicht geschafft. An der Stelle sei wie immer erwähnt, falls ihr irgendwelche Fragen zu mir habt, womit ich aufnehme, womit ich schneide, wie cool ich bin und so weiter und so fort, guckt in die Videobeschreibung. Da steht alles. Auch wann ich live streame. Weil ich nicht live streame, steht da eigentlich dann auch. Also es ist einfach hilfreich, so eine Beschreibung. Die ist extrem hilfreich. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und ich sag's jetzt noch ein letztes Mal. Wenn ihr die Abo-Funktion ganz normal haben wollt, also dass die Videos auch richtig zu euch kommen und ihr die gescheit angezeigt bekommt, dann müsst ihr einfach nur auf meinen Kanal gehen und oben rechts steht da bereits abonniert, falls ihr mich abonniert habt. Und daneben dran ist eine Glocke und auf die Glocke klickt ihr und wählt dann diesen Punkt aus, wo halt sowas steht wie ich möchte alle Mitteilungen von diesem Kanal erhalten. Und ab diesem Moment ist die Abo-Funktion wieder so wie früher, weil gerade auch vor kurzem jemand tatsächlich geschrieben hat, ey, ich habe deine Videos nicht bekommen. Bei manchen funktioniert es nach wie vor, dennoch kann es, denke ich, nicht schaden, wenn man das einfach so einstellt. Möglicherweise können wir ja doch noch was reißen, wir haben jetzt schon ein paar Runden aufgeholt, vielleicht können wir jetzt ganz schnell, weil das jetzt die zweite oder die dritte Runde. Jetzt kommt, glaube ich, die dritte. Komm! Alter, der hat so gefressen, ne? Nein! 55 in 6, ne? Und er holt uns alle drei. Ist das ärgerlich? Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen da auf jeden Fall einfach schneller vorrücken, wenn wir dann schon mal so weit sind. Und zum Beispiel jetzt Banane durchgepusht haben, dann können wir nicht vor Banane rumstehen und rumdödeln wegen einer Smoke. Klar ist so eine Smoke echt eklig, da kann auch mal das ganze Team verrecken, aber es hätte ja funktioniert, es war keiner direkt so vor der oder in der Smoke gestanden, also es hätte funktionieren können. Hätten wir uns getraut. Wow, was ist denn jetzt los? Einfach vom Mauspad runtergerutscht. Let's go away. Ach, scheiß doch die Wand an. Komm, die Decoy-Taktik, die willst du jetzt reißen. Ihr wisst, man schmeißt die Decoy circa, genau, ihr müsst euch den Punkt merken, genau, doi! Und dann habt ihr einfach die Decoy des Jahrtausends. Dann denken alle, krass, ah, wo ist denn der hier jetzt? Ich weiß es nicht. Oh. Wow. Der ist mit der Bombe vorgegangen, ganz alleine. Shit, warte, hier brennt auf Feuer. Warte, blöd. Zwei Mollys sogar. Krass, die decken ordentlich ab hier, die Jungs.
Die Smoke wieder, ne? Ja, ja. Oh! Lacker. Egal, da hinten ist down. Wenn sie jetzt durchpushen, dann haben sie nur diesen einen Gegner auf B. Warum wartet ihr? Zwei Runden haben sie noch zu gewinnen, die Gegner. Ich denke, wir können vielleicht, ja. Das Team fühlt sich im Moment einfach gar nicht hilfreich an. Das ist irgendwie, aber das liegt wahrscheinlich auch viel an mir jetzt, weil ich erbost bin. So innerlich. Von Haus aus schon. Killt einfach das Huhn. Und macht voll auf uns aufmerksam. So ein dunkler Punkt, Graveyard. Ja, scheiße, 77-1. Oh, wie unglücklich. Ich wollte mir vorhin eine Deagle holen. Wenn das jetzt eine Deagle gewesen wäre und die in den Kopf gegangen wäre, mein Freund, wäre ich aber weg. Eine Runde noch schön mit AK. Vielleicht können wir diese Runde wenigstens noch holen. Das wäre schön. Ich habe noch nicht mal einen Stern, das ist peinlich. Au. Da ballert mich der Mate an, wenn ich jetzt verreck wegen dem... Supergeil, Mann. Endlich ein Stern, jawoll! Woo! Boah, der erste geht schon echt ab, ne? 6 Sternchen, das ist schon wirklich ein, verdrießlicher kleiner Mann. Naja, ich werde zumindest hiermit nicht viel Schneidarbeit haben. Das passt schon mal, dann ist der PC nicht so lange belegt. Ich schneide das aber auch erst morgen. Es ist jetzt gerade noch Freitagabend, Nacht sogar. Wie viel ist jetzt? Es ist jetzt gerade 9:30 und ich habe heute eigentlich 0 gemacht. Easy Double Kill, Bitch. Triple Kill, Mafoke. Gott, ich habe ihn nicht gesehen, ne? Ich habe ihn ums Verrecken nicht gesehen. Lucky, Mann, wie lucky ich gerade war, dass der mich jetzt nicht gekillt hat. Und direkt den zweiten Stern geholt. Hey. Wie kann man doch so ein Hurensohn sein und nicht umfallen? Ich weiß nicht, was ich da getrieben habe, warum ich nicht richtig angeaimt habe und vor allem dann auf einmal ins Dauerfeuer verfalle. Keine Ahnung. Aber ist es vielleicht... Oh. Naja, komm, immerhin, zweiter... 2 Sternchen, 43 Punkte, es geht, es geht. Wir waren punktetechnisch schon echt stark auseinander, das ist hart. Kills sind ja eigentlich dann wurscht, aber wenn das Team halt dann wirklich so arg auseinander ist, guck mal, die sind eigentlich schön alle so in einem Bereich, so 20, das geht. Völlig klar, völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Oder wenn alle 0 haben, ist auch gut. Easy peasy lemon squeezy, was ist das? Achso, ja, das ist das neue Model. Kann man Models auswählen? Nee, ne? Man wählt keine Models aus. Ich habe immer noch diese Auswahl vor mir, wie man auch bei den Tees dann diesen Arctic auswählt, den komplett weißen. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Jetzt beginnen die guten neuen Zeiten, verstehst du? Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.